Wir stehen ja Anfang Juni nach fast anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine immer noch hier mit einer Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg, aber auch gegen die Kriege weltweit. Wir stehen hier unter dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen und bekommen mit, dass es eine zunehmende Militarisierung in dieser Gesellschaft gibt. In der Halle Münsterland findet am 3. und 4. Juni, am Samstag, Sonntag, eine Jobmesse statt, an dem der größte Stand der Stand der Bundeswehr ist. Die Bundeswehr sucht händeringend nach Soldaten, nach Menschen, die bereit sind, sich für die Bundeswehr ausbilden zu lassen, aber eine Ausbildung, ein Werben fürs Töten und Sterben sollte nicht stattfinden, nicht von städtischen Einrichtungen wie der Halle Münsterland. Dieses Werben fürs Töten und Sterben geht einher mit dem, was bundesweit stattfindet. Die Wehrbeauftragte ist sie fürs Wehren, sich wehren, zuständig. Also der Name ist hier, der Titel ist hier euphemistisch. Das ist keine Wehrbeauftragte. Sie macht Werbung für die Bundeswehr und hat heute eine Mitteilung in die Welt gesetzt, dass sie die Musterung wieder einführen wolle. Die Musterung, die da Voraussetzung dafür bieten soll, dass dann das Werben fürs Töten und Sterben an alle Jugendlichen wieder herangetragen wird. Hier geht es darum, auch verstärkt wieder Werbung an Schulen zu machen. Das war einer der Gründe, weshalb sie das so möchte. Man könne danach ja entscheiden, ob man zur Bundeswehr wolle oder nicht. Das konnte man bisher auch. Nur die Auflagen, wenn man nicht hin wollte, waren schon rigide. Der Zivildienst war länger, die Situation war sicherlich verschärft und das Prüfungsverfahren, ich kann mich noch gut daran erinnern, das Prüfungsverfahren für Kriegsdienstverweigerer war brutal entsetzlich, war mit Fragen gespickt, die unerhört schlimm waren. Dieses Verfahren war auch menschenverachtend. Das soll wieder eingeführt werden, ein solches, vielleicht nicht ein Anerkennungsverfahren, aber die Musterung. Dazu, wozu? In der Bundeswehr sind im Augenblick 183.000 Soldaten. Der Bericht über die Wehrerfassung beinhaltet im Augenblick, der jetzt veröffentlicht worden ist, dass die Bundeswehr mit ihren Soldaten, die zurzeit in der Bundeswehr sind, wenig Werbung macht. Das solle verbessert werden. Die möchte gerne auf 203.000 Soldaten sich ausweiten, damit sie eine schnelle Eingreiftruppe wieder einsetzen kann. Eine größere als sie, die im Augenblick im deutsch-niederländischen Korps eingerichtet ist. Dieses deutsch-niederländische Korps ist im Augenblick federführend, Kommandozentrale für eine schnelle Eingreiftruppe. Geplant ist eine Einsatzbereitschaft von 30.000 bis 60.000 Soldaten für einen möglichen Krieg. Wir haben im Augenblick die Vorbereitung auf ein Manöver Air Defender. Air Defender ist 2018 geplant worden. Artikel 5 des NATO-Vertrages soll da geübt werden. Das ist der Schutz des NATO-Territoriums. Der Angriff, die Verteidigung soll gegen Russland gehen. Die Verteidigung soll gegen Russland gehen. 2018 schon, vor dem
Ukraine-Krieg. Das heißt, wir haben hier eine Situation, dass im Augenblick dann das größte Manöver der Luftwaffe der NATO ab 12. Juni stattfindet. Der Krieg, die Kriegsbegeisterung soll geschürt werden. Der Krieg wird vorbereitet und der Krieg beginnt hier. Wir töten, wie man uns befahl, mit Blei und Dynamit. Für Vaterland und Kapital, für Kaiser und Profit. Doch wenn erfüllt die Tage sind, da stehen wir auf für Weib und Kind und kämpfen bis durch Dunst und Schwall die lichte Sonne sieht. Die lichte Sonne sieht. Soldaten ruft von Front zu Front, erschuhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten kommt, kann für die Seinen mehr. Ihr drüben auf zur gleichen Pflicht, vergesst den Freund, den Feinde nicht. In Flammen ruft der Horizont.